Ja, hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gunshot und ich heiße euch herzlich willkommen zum Statusreport vom 29.03.2016. Ja, wieder ein kurzer Statusreport mit den neuesten Erkenntnissen der letzten zwei Wochen, was abgelaufen ist und womit Brian Hicks und sein Team derzeit zu arbeiten haben. Hauptsächlich geht es in diesem Statusreport um die letzten Blocker des Updates 0.60, dann noch die Veränderungen in Gameplay und Crafting und dem Stand des Animationssystems. Gehen wir einmal näher auf die letzten Blocker des Updates 0.60 ein. Hier gibt es halt einige Dinge, die im Endeffekt gerade die Veröffentlichung von 0.60 weiter behindern bzw. etwas verzögern, wie wir das ja nun mittlerweile mitbekommen haben. Und als erstes nennt Brian Hicks an dieser Stelle, dass das User Interface des Inventars zumindest dem alten jetzt mittlerweile angeglichen wurde. Hierbei gibt es lediglich nur noch einige lästige Bugs, wie zum Beispiel nicht erscheinende Objektsymbole, die auf jeden Fall noch behoben werden müssen. Die Teams der Qualitätssicherung, des Designs und der Animation beschäftigen sich derzeit mit Nachlademechanik. Also die arbeiten im Endeffekt daran, dass alle Waffen im Spiel nach denselben Mechaniken funktionieren. Dann gab es ja noch einige Probleme, wie im letzten Statusreport bereits genannt, von dem Laden und Speichern von Charakteren. Das wurde jetzt wohl behoben. Und mittlerweile wurden wohl große Verbesserungen im Bereich der Netzwerkoptimierung erreicht, beziehungsweise wurden die vollbracht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das zeigt, wenn wir 0.60 endlich sozusagen in den Händen halten können. Was den neuen Renderer angeht, sagt Brian Hicks, dass sein Team die Hälfte der bisher gekennzeichneten Blocker beseitigt und damit starke Performance-Verbesserungen erreicht hätte. Bereits am 25.03. hat er in einem vergleichenden Video auch dazu einiges vorgestellt, wie zum Beispiel das Programm zur Kennzeichnung von wenig performanten Stellen auf der Karte. Das zuständige Team für Map Design ist dadurch jetzt in der Lage, Probleme schnell und frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Das soll im Endeffekt dann über längere Zeit für weitere kleinere Performance-Steigerungen in FPS-schwachen Zonen sorgen. Das heißt Großstädte oder wie gesagt Zonen, wo einfach wir andauernd FPS-Einbrüche haben, wie Großstädte Tschernogorsk, Elektro, so in dem Dreh. Was die Version 0.60 angeht, möchte Brian Hicks, dass die Spieler nicht zu viel erwarten sollen. Also Leute, bei Tacheles gesprochen ist natürlich klar, dass wir jetzt mit dem Patch 0.60 nicht eine fast fertige Version von DayZ vorgelegt bekommen. Da ist noch einiges in Arbeit drin und genau das sagt er im Endeffekt. In dem Patch 0.60 wird halt weiterhin nur auf das User Interface und den Renderer alles fokussiert sein. Das heißt, es wird also kein Animationssystem, also kein neues Animationssystem, kein Player-Controller und auch keine erweiterten Spieleraktionen enthalten. Demzufolge könnt ihr euch vorstellen, liegen halt noch viele Hürden vor der Fertigstellung von DayZ und gerade dieser umfangreiche Player-Controller ist nur eine davon. Dazu folgen ja dann noch Netzwerkoptimierungen, Verbesserungen der Server-Performance und so weiter und so fort, gerade was natürlich dann ausschlaggebend ist für eine höhere Spieleranzahl, Zombies und Tiere auf der Map. Das wünschen wir uns ja alle, rein theoretisch mehr Spieler, mehr Tiere, gerade das und natürlich auch mehr Zombies, damit das endlich klappt. Da muss noch ordentlich dran gearbeitet werden, sagt er, und gerade natürlich auch am Animationssystem und das erweiterte Audiosystem. Das sind einige Punkte, die definitiv zurzeit noch bearbeitet werden müssen oder auch in Zukunft noch. Und damit möchte er einfach bloß sagen, dass das im Endeffekt die To-Do-Liste mit 0.60 noch nicht zu Ende ist. Brian Hicks brachte auch nochmal eins ganz groß zur Sprache, was ich ja auch bereits in den letzten Statusreports gesagt habe, und zwar, dass wir auch als Spieler zielorientiert denken sollen und vor allen Dingen uns versuchen sollen, richtig gut dran zu beteiligen, und damit fordert er halt erneut alle Spieler auf, Bugs über das DayZ-Forum zu melden, dass ihr den DayZ-Tracker nutzt, dass ihr Bugs meldet, sobald ihr sie seht, weil ihr seid im Endeffekt die Spieler, ihr seid die Spieler, die das ja so austesten, wie, ich möchte mal sagen, sein Team das vielleicht teilweise ja auch gar nicht hinbekommt, und wir über Bugs berichten können, die teilweise gar nicht sehen. Mir fällt das halt zum Beispiel bei aktuellen Titeln wie The Division auf, wenn man sich jetzt da anguckt, was da gerade mit Glitches und so weiter gerade zurzeit alles abläuft. Wer hat das denn rausgefunden? Ja, das sind die Spieler, weil die Spieler Sachen ausprobieren, sich in Zonen begeben, wo normalerweise wahrscheinlich keiner denken würde, hingehen zu wollen. Und dadurch wird sowas bekannt und so kann im Endeffekt gerade, was DayZ angeht, den Entwicklern ungemein geholfen werden. Und genau darauf möchte er im Endeffekt hinweisen, dass wir uns da aktiv beteiligen, um im Endeffekt das Spiel weiter zu verbessern. Kommen wir einmal zu den Veränderungen in Gameplay und Crafting.
Das große Ziel des Designteams ist es hier, das System leichter erkennbar zu machen und somit auch die Steuerung etwas zu vereinfachen. Das heißt, dass zum Beispiel Orientierungshilfen eingesetzt werden, wie Silhouettenplatzhalter im Inventarmenü, um dem Spieler halt anzuzeigen, was er wo einfügen kann. Darüber hinaus wird es wohl kombiniert mit der Funktionalität von Werkzeugen ein gesichert und ungesichert Icon geben. Dies soll wohl darstellen, ob ein Reifen zum Beispiel fest mit einem Kreuzschlüssel angeschraubt ist oder ob er abfällt, sobald der Wagen fährt. Also das heißt, ja, ist er halt nicht fest, könnt ihr euch vorstellen, dann tuckert er los und auf einmal seht ihr dann so im Rückspiegel, wie denn der eine Reifen sich dann mal eben schnell verabschiedet. Finde ich eine ganz coole Idee. Es gibt wohl weitere Pläne auch noch in diese Richtung, wie zum Beispiel ein Glühbirnensymbol für geschlossene Stromkreise oder ein Symbol für ausreichend vorhandene Materialien zum Craften. Das soll natürlich dem Spieler selbst auch so ein bisschen vereinfachen, sobald er dann ins Menü guckt. Kann ich diesen Gegenstand herstellen? Kann ich das benutzen? Ist der Reifen fest? Ist der Reifen nicht fest? Das ist das, wo bis jetzt halt jeder selber aufpassen musste. Und das wollen die halt zur Vereinfachung machen, gerade um auch Spieler anzulocken, die natürlich sich, was das angeht, etwas schwer tun, was diese Mechanik von DayZ angeht, die noch nicht so eingefleischte Survivor sind wie wir. Aber gerade für jemanden, der neu reinkommt, der muss sich ja an all das erstmal gewöhnen, was DayZ alles zu bieten hat. Und ich denke, gerade da ist diese Orientierungshilfe und diese kleinen Vereinfachungen der Übersicht und so weiter doch schon gut angebracht und kann bestimmt einige davon überzeugen, das Spiel sich doch einmal näher anzugucken. In Bezug auf das Thema Crafting wurde jetzt ein neues Ziel angesprochen, und zwar wollen die das einmal vom Inventar etwas hervorheben. Es soll dadurch dann auch weiterhin vielfältige Möglichkeiten geben, alle von der Kombination eines Items in der Hand mit einem sich auf dem Boden oder im Inventar befindlichen Gegenstand ausgehen. Mit dem neuen Animationssystem und dem Player Controller wird zum Beispiel die Herstellung von Gegenständen über Zeit durch das Gedrückthalten der rechten Maustaste durchgeführt. Das heißt, wie ihr das jetzt vielleicht kennt, als Beispiel, ihr seht das jetzt, ich nehme jetzt einfach mal wieder The Division, weil sich das da ganz gut zeigt. Wollt ihr mit etwas interagieren oder etwas craften, etwas herstellen, drückt ihr zum Beispiel dort die F-Taste und dann erfolgt sozusagen ein kleines Zeitfenster, und wenn dieses Zeitfenster geschlossen ist, dann ist der Item hergestellt worden. Und das möchten die im Endeffekt mit reinbringen, indem man halt dann die rechte Maustaste drückt. Aber das werden wir ja wahrscheinlich wieder im Endeffekt belegen können, wie wir das selber wollen. Finde ich auf jeden Fall auch ganz angenehm, das so mit einzufügen. Diese Mechanik soll dann mit Animationen wie Dosen öffnen, Essen oder dem Nachladen von Einzelschüssen erfolgen und so laut den Entwicklern neue interessante Aspekte zum Kampf beisteuern. Dazu wurde zum Beispiel eine Frage genannt, die mich dann doch etwas schmunzeln ließ. Zum Beispiel war die Frage, wie viele Kugeln lädst du in dein leeres Magazin nach, bevor du wieder auf den Feind schießt, wenn jedes Nachladen Zeit kostet? Ziel ist es, dass jede Aktion ein erkennbares visuelles Feedback erzeugen soll. Finde ich echt ganz geil, weil stellt euch das einfach mal wirklich selber vor, ohne das jetzt einfach bloß so gehört zu haben und einfach zu schlucken. Ja, ihr seid da, nimmt eine bekannte Situation aus DayZ, wo ihr wirklich Stress hattet. Ihr musstet auf den Feind schießen. So, eure Magazine sind leer. Und jetzt suchst du halt eine Möglichkeit, deine Magazine zu laden, schnellstmöglich. Was machst du? Das ist halt das Coole an der Sache. Wenn du einzeln die Dinger reinladen musst, dann denkst du doch auch, okay, scheiße, wie viele Schüsse brauche ich? Du schätzt ab. Also ich finde, da kann man, wenn man seine Fantasie ein bisschen spielen lässt, das bringt wirklich echt interessante Aspekte, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn das denn soweit ist, wie sich das ausschlägt, gerade auf die Kampfsituation, wo man wirklich unter Stress ist und ich mich schon kenne. Ich werde wahrscheinlich versuchen, trotzdem das Magazin vollzuladen, weil ich eh weiß, dass ich verschieße und verreiße und hast du nicht gesehen. Aber da ist ja jeder anders, und das ist ja das Coole an der Sache, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, und ich glaube, es wird auch einige von euch geben, die wahrscheinlich sagen, ich lade da jetzt einfach noch 3 Kugeln rein und am Ende haben diese dann doch nicht gereicht. Tja, shit happens. Ja, kommen wir zum letzten Part, und zwar zum Stand des Animationssystems. Zurzeit arbeitet das Animationssystem gerade an fehlenden Animationen, die das Bewegen im Fahrzeug beim Umsehen halt realistischer gestalten soll. Bis jetzt kennen wir das ja, wir gucken im Fahrzeug nach links und rechts stupide, als ob der Hals halt einfach bloß drauf gesteckt ist auf den Körper. Das wollen die halt definitiv realistischer gestalten. Zudem wollen sie die Haltung am Lenkrad verändern, um halt auch später Animationen für die Gangschaltung zu implementieren, sodass wir auch sehen können, wenn unser Charakter im Endeffekt einen Gang hoch, einen Gang runter schaltet.
Ebenso arbeiten sie zurzeit natürlich an der verletzten Animation und Möglichkeiten, mit Bogen und Pistole in verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten zu schießen. Das heißt, zu schießen, während wir halt ja, stehen, das geht ja eh schon immer, aber während wir gehen, während wir laufen und während wir vielleicht sogar schnell rennen, währenddessen halt auch damit zu schießen. Für die Zukunft zielt er auf jeden Fall auf eine weitere Motion Capturing Sitzung ab, in der Animationen für Fahrzeugreparaturen und weitere Verletzungen eingespielt werden sollen. Das heißt, bestimmte Verletzungen brauchen natürlich gewisse Animationen, genauso wie wir auch gewisse Animationen brauchen für Fahrzeugreparaturen. Wenn wir ein Auto reparieren, das heißt die Tür, die Reifen, die Felgen, was auch immer, dass dementsprechend natürlich auch noch ordentliche Animationen damit zukommen. Ja, meine Freunde, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Statusreport vom 29.03. Ihr merkt selbst, das ging wieder relativ fix. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch ein wenig informieren konnte mit diesem Statusreport. Wenn er euch gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Falls nicht, konstruktive Kritik gerne in die Kommentare. Und ansonsten, meine Freunde, wünsche euch wie immer was. Euer Gernschott.